Hallo, hallöle und herzlich willkommen zurück bei der Coin Place. Chained Echoes, das Spiel, bei dem ich einen persönlichen Groll so langsam hege, aber alles der Reihe nach. So, das erste, was ich ansprechen muss, ist, ich darf diese Sachen einlösen. Was schön ist, ich darf auch diese Sachen hier einlösen. Aber ich finde immer noch, es ist schlecht erklärt gewesen. Ne? Weil die längste Kette ist zwar theoretisch richtig. Ne? Die längste Kette sind die 12, die ich da gemacht habe. Aber das klang halt so, als würde sich's auflösen. Und da ich weiß, dass es eine Trophäe gibt für 100, eine 120er Kette, was höchstwahrscheinlich, ohne dass ich jetzt zähle, wahrscheinlich das gesamte Brett sein dürfte, ohne dass ich die habe, wäre halt schlecht. Aber man darf halt. Wurde mir auch nochmal geschrieben, ich habe es nochmal gegoogelt, alles cool. Sie haben vor dem Krieg mit dem Bau dieses Leuchtturms begonnen. Das war vor über 150 Jahren. Wegen des Krieges stellten sie die Bauarbeiten ein und nahmen sie nie wieder auf. Die Kinder erzählen, dass der Leuchtturmwächter dem Wahnsinn verfiel und sein Geist diesen Ort immer noch heimsucht. Achso, ja. Jetzt habe ich ja einen Grimoire-Splitter gekriegt. Jetzt können wir hier ein paar Techniken wieder lernen. Oder den Angriff hochtreiben. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ist egal. Was ich halt ansprechen muss, ist, was das Spiel so an sich angeht. Ich bin in Anführungszeichen ein wenig genervt vom Spiel, weil ich diesen Part, boah, ich glaube 3 oder 4 Tagen schon mal aufnehmen wollte. Und theoretisch wäre das auch in Ordnung gewesen, aber. Und da kommt dann halt das große Problem hin. Ich bin ständig in Sackgassen reingelaufen. Sackgassen, die mich umgebracht haben, wohl bemerkt. Nicht Sackgassen wie in, ich bin in eine Gasse reingelaufen. Und kann da nicht mehr weg oder so. Nein, nein, Sackgassen, die mich umgebracht haben. Das ist schon irgendwie frustrierend. Liegt halt an der Open World, ist halt so. Hast du meinen Gatten gesehen? Wir wollten hier Urlaub machen. Ich wette, er schwimmt gerade in einem Fluss anstatt im Meer. Ich hätte niemals einen Süßwasserfischmenschen heiraten sollen. Zerbrechliche Liebe, wa? Ja. Oh. Oh, 27a. Ich will die Nahrung trocknen. Noch jedes Mal, wenn ich wegschaue, versuchen diese Krabbenmonster ein bisschen zu stehlen. Kann euch übrigens versichern, ich habe die schon mal umgebracht. Interessiert die Frau nicht. Die Hütte im Osten gehört Jan, ein seltsamer Kerl. Die Leute sagen, er war früher ein Bandit. Heutzutage verdient er sich mit Betteln ein paar Münzen. Ah. Seine Tochter, tut mir leid. Wer will schon so einen Vater? Ja. Man kann nicht verstehen. Warum habe ich eigentlich. Wofür ist. Dieses Zeichen hier unten, ich weiß es nicht. Aber ich könnte eigentlich mal eben zeigen, ne? Schnellreise funktioniert. Felder von Rolan, dann nimmt man das Ding hier. Und schon sind wir wieder in dem nächsten Stückchen Gebiet. Und dann können wir mal gucken, ob wir diesen Typen finden, mit dem wir theoretisch reden sollen. Weil ich halt auch echt nicht weiß, ob man hier mehr Informationen sammeln soll oder. Oder weiter unten, keine Ahnung. Ah, was für eine bunt gemischte Truppe. Willkommen in Basil. Wie kann ich euch. Da brat mir doch einer einen Storch. Ist das Sir Victor, der Schöpfer der legendärsten Geschichte der Welt? Solch hohe Töne, vielen Dank. Ich bin euer größter Fan. Ich habe all eure Vorstellungen im Theater in Farnsworth gesehen. Mein Lieblingsstück ist der Laufbursche. Bitte sagt mir, Sir Victor, ist es wahr, dass diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht? Erlaube mir, diese Frage unbeantwortet zu lassen. Dies ist ein für mich höchst kostbares Geheimnis.
Wenigstens habe ich jetzt versucht. Also, was bringt einen Herrn wie euch in solch ein kleines Dorf wie Basil? Kennst du einen Mann namens Becker? Becker, woher kennst du diesen Namen? Wir haben herumgefragt, wie man eine Sondergenehmigung für die Einreise nach Cortara bekommt. Also, Becker besitzt die Villa im Norden des Dorfes. Er darf autorisierte Dokumente ausstellen. Na dann los. Warte, nun, wie soll ich es formulieren? Ist das nicht seltsam? Ein Beamtengehalt fällt bestenfalls bescheiden aus und trotzdem lebt Becker in einer Villa, kaum zu glauben, dass er sich das leisten kann. Verstehst du, was ich meine? Man könnte glatt denken, er verdient woanders zusätzliches Geld. Wahrscheinlich mit dem Verkauf von Pässen, ohne nachzufragen. Und genau deshalb sind wir auf der Suche nach ihm. Auf offiziellem Weg werden wir keine Sondergenehmigung bekommen. Wenn es euch so wichtig ist, Cortara zu überqueren, versucht es einfach, aber passt auf euch auf. Ich würde ihm nicht trauen. Ach so, ein Pech. Die Grenze nach Cortara ist derzeit geschlossen. Ohne Sondergenehmigung kommt er nicht durch. Auch einige unserer Händler müssen im Dorf bleiben. Sie sind darüber nicht sehr erfreut. Wir haben gehört, dass uns ein Mann namens Becker helfen könnte. Tja. Und dann geht dasselbe Gespräch von vorne los. Und dann klicke ich aus Versehen einmal zu viel und dann geht das Gespräch nochmal von vorne los. Eigentlich sind wir nur auf der Durchreise. Na dann heiße ich euch in unserem bescheidenen Dorf willkommen. Fühlt euch wie zu Hause. Im Moment haben wir in unserem Gasthof genügend freie Betten für euch alle. Außerdem könnt ihr an der Bar einen der besten Weine aus Escania probieren. Vielen lieben Dank, dieses Angebot nehmen wir gerne in Anspruch. Hallo mein Herr, gib mir 5 Acker und ich verrate dir ein Geheimnis. Ja, von mir aus. Im Osten liegt die Stadt Farnsworth. Wenn du der Küste folgst, gelangst du zu den Terminalhöhen. Direkt davor siehst du einen riesigen alten Baum in einem Wasserbecken. Du kannst von hinten in den Baum schwimmen und eine geheime Höhle erkunden. Was dich im Innern erwartet, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß, dass du dieses Geheimnis bereits kennst. Du wolltest es ja noch einmal hören. Ah, ja, wollte ich das? Wollte ich. Anscheinend. Warum auch nicht. Bin echt nicht ganz sicher, wo ich mehr Informationen noch sammeln soll, aber ich gerne bei solchen Quests das optionale rein vom Prinzip her mache. Das ist halt die Frage, ne? Wir verkaufen die besten Waffen. Weniger HP, aber das ist ja egal. So. Moment, die Glefe ist genauso gut wie der Speer. Also hat es einen verbesserten Speer, aber keine Glefe. Ist ja dann im Endeffekt auch egal. Oh ne, ich muss ist das umständlich. Kleine Details und so mal wieder, aber okay. Okay. Kaufen und verlassen. So ist es. Yay. Gladius und Glefe und Langschwert und Langbogen, der wahrscheinlich immer noch aus Holz besteht, wenn wir mal so richtig drüber nachdenken, aber passt schon. Schön. Immerhin ein paar Upgrades. Ich hoffe aufrichtig, dass du nicht versuchst, mit einer Schaufensterpuppe zu sprechen. Ah. Braucht ihr eine Rüstung? Eine? Brauche sie alle. Nicht 6 davon. Ne? Das wäre ein bisschen viel. Weniger TP, aber deutlich mehr Abwehr, ja. Aber du könntest aber auch einen Wams tragen. Bist sowieso auf Kleinigkeiten. Na dann. Nehmen wir da raus. Er kriegt dieses Riesending. Die anderen kriegen Wämse. Das sollte passen. Gibt es eigentlich ein... Ja, es gibt einen Optimieren-Knopf. Party. Das... Ja, okay.
So. So zumindest so, wie ich es grob haben wollte. Schön. Das ist kein Ausgang. Ist offensichtlich kein Ausgang. Was soll's. Man kann es ja trotzdem mal versucht haben, ne? Ja, leck mich. Ah, du wolltest doch eine wunderschöne Rüstung haben? Ja, na, ich meine, ist gratis. Ist gratis. Ist okay. Nehme ich. Also ein optionaler Boss, soweit ich mich erinnern kann, ist hier nämlich in der Stadt. Über den bin ich beim letzten Mal gestolpert. Und der bringt mich dann auch wieder um. Deswegen werde ich den erstmal ignorieren. Nur mein guter Junge? Ja. Aber irgendwann werden wir sie schon herausfordern, schätze ich, denke ich. Andere Sache, die ich ja wie gesagt nicht mag, aber das habe ich ja schon mal erwähnt, ich glaube zumindest. Jetzt verschwimmen die Parts halt so ein bisschen ineinander. Ist halt die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass es besser gewesen wäre, wenn der rote Bubbel nicht einfach wieder neu auftaucht. Ah, ich kann die Katze nicht einfach ignorieren. Ne? Kleine Arschlochkatze. Nein, nein. Kein Tier, ob Arschloch oder nicht, wird hier ignoriert. Ich meine, macht nichts, aber grundsätzlich ist das ziemlich cool. Ich habe kein Zinnerz. Okay, ich habe aber die Knochen. Oh yeah, und noch mehr steriler Schleim, damit ist die Glefe geglevt, so wie das sein soll. Nicht genügend dünne Tierhaut, das macht nichts. Haben wir sonst noch was? Bocken, brauchen wir mehr Zinnerz. Dünne Tierhaut. Ascheknochen. Besserer Worms. Okay. Das System halt finde ich eigentlich ziemlich in Ordnung, muss ich ja sagen. Zinnerz. Ich könnte Zinnerz kaufen. 3 Stück noch, aber ich habe ja so gut wie gar nichts mehr sonst. Alle auswählen und verkaufen. Yay. Bin ich zumindest nochmal ein Ticken reicher, als ich vorher war. Na, weil ich bin ziemlich sicher, mit ihr haben wir definitiv geredet in dem Part davor schon. Die eine gute Katze, die erzählt hat, dass sie auch abhauen wollte, aber dann geheiratet hat. Er will seine Tochter verkuppeln. So wie das ein guter Vater halt macht. I guess. Wahrscheinlich ist das Ding tatsächlich für da unten, dass ich da unten mehr Informationen sammeln muss, ne, guter Junge? Wenn man schon mal hier ist, ne? Mit ihr haben wir definitiv geredet. Dann gucken wir mal, ob wir da unten mehr Informationen kriegen. Beziehungsweise, wenn ich schon mal dabei bin, könnten wir eigentlich auch mal eben kurz gucken, ob diese Information stimmt, dass wir uns da ein Item, beziehungsweise Itemse aneignen können. Ein Hauskäfer, wie schön. Hüte dich vor den Goblins. Hüte dich vor den Boxfliegen. Man sollte meinen. Ah. Wollte schon sagen, man sollte meinen, dass ich sie mittlerweile eigentlich schneller wegbremsen würde, die Gegner, aber. Ne. Vielleicht auch so eine Kleinigkeit, die ich wieder beanstanden würde, in Anführungszeichen. Aber manche Kämpfe dauern mir tatsächlich zu lange. Jetzt ist die Frage, kann ich denn da mal eben schwimmen gehen? Ich glaube ja nicht, aber ich bin ja jetzt rein theoretisch da, wo mir gesagt wurde, dass da ein Bäumchen ist. Das ist ein Träumchen, das Bäumchen.
Man, ich könnte auch da reingehen und gucken, ob ich nochmal einen Goblin oder so oder fünf ummiete, aber darum geht's hier ja nicht. Noch nicht. Aber hier bin ich doch schon bei der Höhle. Das kann's ja dann nicht sein. Also zumindest das Reingehen in die Höhle kann es nicht sein. Wie ich denn? Wie und wann bin ich denn mal da unten gekommen? Da komme ich nicht hoch. Ich meine, das macht halt einfach neugierig, ne? Aber ich sehe keine Möglichkeit, ins Wasser zu gelangen. Oh, Moment, Moment, Moment. Da ist meine Möglichkeit, ins Wasser zu gelangen. Aha! Ahaha! Ja, das sieht nach einem alten Baum aus. Kann ich also hier rein? Das war's. Bin jetzt hier für Geld rein? Ist nicht ganz so interessant, aber ich meine, habe ich ihm was 10 Geld gegeben, weil ich die Information mit zweimal abgeben lassen. Habe aber 400 irgendwas wieder rausgekriegt. Ist okay. Könnte also weitaus schlimmer sein als das. Aber könnte besser sein. Bin ich hier noch runter? Darf ich dann? Nein, darf ich eh nicht runter. Ja, dann rein da. Ein Medaillon. Okay. Warum habe ich den nicht ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Immun gegen Beeinträchtigung. Medaillon. Macht nichts Interessantes außer mehr Magie. Was eigentlich dann besser wäre bei ihr. Er hat die Sandalen so lange. Okay. Gut. Hat sich diese kleine Reise auch gelohnt. Jetzt werde ich halt trotzdem nochmal. Weil wir jetzt theoretisch bessere Ausrüstung haben. Werde ich mit euch das hier nochmal machen. Und wenn ich sterbe, dann seht ihr wenigstens, was ich meine mit Sackgassen. Ne? Das ist die zweite Prüfung, die wir jetzt theoretisch gefunden haben. Wir kommen hier ohne Probleme hin. Eine Viererkette ist nicht sonderlich schwer zu machen. Sollte man meinen, okay, cool, dann mache ich halt mal diese zweite Prüfung, weil so ein neues Wappen wäre ja eigentlich ziemlich töfte. Und mein Gott, geht die Musik gerade ab. Das ist sehr beeindruckend. Aber ja, wie ihr seht, wir haben hier einen Kampf gegen ganze 4 Slorses. Und Slorses sind nie nett zu uns. Zumindest waren sie es bisher noch nie. Dann wiederum, ich musste auch noch nie gegen die großartig viel kämpfen. Aber naja. Eins der größeren Probleme, was ich so festgestellt habe, ist einfach die Tatsache, dass wenn man gegen viele Gegner gleichzeitig kämpft, halt ständig das passiert. Dass man super, super schnell vom Overdrive reinrutscht in das Überhitzen. Das ist nicht gut. Na, selbst wenn ich versuche, mich so ein bisschen runterzukühlen, sage ich mal in Anführungszeichen, ist das manchmal nicht sehr gut. Aber
Okay. Aber das gilt für jeden Kampf, ne? Sobald da mehrere Gegner dabei sind, die dann sogar noch einigermaßen schnell sein können, hat man schon ein Problem. So. Jetzt kann ich ihn einmal heilen, um runterzukühlen wieder. Bisschen mehr runterkühlen. Wasser. Haha, jetzt hätte ich es gewusst, dass du ihn angreifst. Was ich nicht getan habe, wohl bemerkt. Außerdem muss ich mal richtig lesen. Ich weiß nicht warum, aber es ist offensichtlich und es steht die ganze Zeit da. Gib mir PP wieder, nicht HP. Das ist ein großer Unterschied und scheinbar macht es jetzt die bessere Rüstung was Schönes. Dass ich wenigstens so ein bisschen hier gewinnen kann. Ja, wir wechseln mal wieder, damit wir runterkühlen können unter anderem. Und sterilen Schleim bekommen. Yam, yam, yam. Ja, das passt schon. Aber ich habe diesen Kampf hier dreimal versucht mit meiner damaligen Ausrüstung, funktionierte nicht. Wie gesagt, den optionalen Boss probiert, funktionierte nicht. Von daher passt das. Ihr habt die Herausforderung gemeistert, tapfere Krieger, und euch als würdig erwiesen. Nehmt das Abzeichen des Kriegers Madhim an. Das passt. Nun geht hin, tapfere Krieger und wissbegierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Dingsterbumster. Krieger. Angriff, ein körperlicher Kämpfer und Alleskönner. Ich meine, yeah. Und damit haben wir dann, was hat er denn dann? Power durch Bohrung. Ist, glaube ich, immer dabei, ne? Aber ja, Power durch Bohrung. Oh, ich muss das von Hand machen. Ich muss das von Hand machen? Die Dinger werden so stärker, aber ich kann auch von Hand FP. Ach so. Oh, wieder was gelernt. Guck an. Power durch Bohrung und Power Schwung. Ein körperlicher Angriff der einfachen Schaden. Ne? Wie Weitschwung, nur schwächer. Ah, vielleicht sollte es das doch einen anderen Charakter dann geben. Okay, okay, okay. Dann wird Glenn ein Krieger, weil er quasi eh schon ein Krieger ist. Kann ich mit leben. Okay. Cool. Wenigstens mal ein Erfolg hier. Jetzt ist allerdings immer noch die Sache, dass ich in einen Kampf mit Schweinen reingerutscht bin. Dass ich wieder irgendwie nach unten kommen muss, wollte ich eigentlich gesagt haben. Um vielleicht diese Quest mal endlich in Angriff zu nehmen. Und ja, ich weiß, es ist vielleicht dann nicht so ein super interessanter Part heute, weil ich zum einen ein bisschen mehr am Maulen war, zum anderen halt gerade keinen großen Fortschritt mache. Aber hey, die Ausrüstung ist geupgradet, wir haben ein neues Klassenwappen bekommen. Ist ja in Anführungszeichen wie ein kleiner Bosskampf, wenn man da gegen solche sexy Schweine kämpfen muss. War eigentlich ein Sprung nach unten möglich? Moment, ja, doch. Würde schon sagen. Also ich meine, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, jetzt zu laufen, aber... Ne? Bambusfaser. Ich erkunde den Großteil der Umgebung, ist glaube ich die Karte aufdecken. Du hast es auch schön, ich nehme an, 28 sind wirklich die... Die maximalen Schatzruhen sozusagen. Hey, du, hast du Jan gesehen? Mit seinem Haus ist etwas passiert. Ich glaube, es war eine dieser Bestien, von denen die Dorfbewohner gesprochen haben. Es scheint, als wären sie Amok gelaufen. Sieht nicht so aus, als wäre jemand zu Hause. Hey, hallo? Weird. Also, er soll ein Bandit sein. Dafür sieht die Wohnung
meine, jetzt abgesehen von den paar Kratzern im Laminat und so, sieht es ja eigentlich noch ganz okay aus, in Anführungszeichen. Also, okay. Blindung. Bin ich ja. Achso, dann kriege ich einfach 50 A's, ne? Ja, schön. Ah, nehmen wir das mal mit. Ich finde Schwimmen in diesem Spiel sehr merkwürdig, muss ich übrigens sagen. Und ich weiß nicht, wo das Optionale jetzt her... wieso das jetzt weg ist, aber scheinbar soll ich jetzt tatsächlich mit dem Typen in Basir reden, ohne dass das Optionale ist. Ist okay. Whatever. Nehme ich jetzt so hin, weil dann können wir wenigstens heute ein bisschen Fortschritt machen noch. Das ist schön, das ist okay. Ich bin dem Spiel jetzt auch wieder ein bisschen besser zugetan. War ich da eigentlich schon drin? So, doch, das ist in, ne? Weil wir ja wenigstens jetzt das mit dem Wappen hinbekommen haben. Das, na, das ist okay. Einfach mal in das Haus von so einem Beamten eindringen. Warum sitzt der andere da und guckt sich oder versucht nicht den Hintern anzugucken? Ach ja, ich vergaß. Ich kann ja nicht mit Leuten reden, die nicht mit mir reden wollen. Die Macht der Leute, die nicht mit mir reden wollen, ist sehr groß, weil ich mich daran halten muss. Noch eine Arschlochkatze. Ah, wen wundert's. Du willst nicht mit mir reden. Fein, ich will auch nicht mit dir reden. Oder so ähnlich. Ich hasse diesen Beruf, nicht wegen der Aufgaben, aber wegen diesem Typen. Bäcker, er ist sein. Ah, habt ihr gelauscht? Ich sagte, ich liebe diesen Beruf, besonders Sir Bäcker. Ja, klar. Mit dem Namen könnte man meinen, das wäre ein Kickstarter und die würden die Bäcker nicht mögen, aber ne? Naja. Ach verdammt, das ist zu eng. Tut mir leid. Meine Verlobte wird jeden Moment zurückkehren, spute dich. Sir. Verzeihung. Es kostet 200 Ark pro Genehmigung. Ich habe noch 4 übrig für insgesamt 800. Was? Ihr seid wegen der Pässe hier, richtig? Ihr seid heute nicht die Ersten. Da die Grenze geschlossen wurde, könnt ihr sie nur mit einer Sondergenehmigung überqueren. Ich bin der Einzige, der sie ausstellt. Zumindest der Einzige, der keine unangenehmen Fragen stellt. Damit kommen wir problemlos über die Grenze? Was glaubst du, wer ich bin? Ich betreibe hier keine illegalen Geschäfte. Das sind amtlich ausgestellte Genehmigungen. Ja, das... tut nichts zur Sache. Jeder Beamte hat das Recht, sie nach eigenem Ermessen zu erteilen. Bäcker, wo zur Hölle bist du? Ich warte. Bin gleich da, meine süße Honigbiene. Wie lange brauchst du noch? Du versuchst schon seit Stunden, diese Hose zu flicken. Tut mir leid, bin fast fertig. Ihr seid noch da? Tut mir leid, heute proben wir unsere Hochzeit. Schlechter Zeitpunkt. Die Genehmigungen liegen auf dem Tisch. Legt das Geld dorthin und nehmt sie euch. 4 Pässe reichen nicht aus. Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Wir nehmen sie vorerst. Im schlimmsten Fall werden wir nur zu viert die Grenze überqueren. Lasst mich diesmal die Kosten übernehmen. Ich habe noch etwas Reisegeld übrig. Nehmt die Karte auf dem Tisch statt als kleines Dankeschön. Ich habe darauf einen sicheren Weg über die Berge markiert. Bäcker, wo bist du? Bitte geht jetzt. Machen wir von den Genehmigungen Gebrauch und brechen wir zur Grenze auf. Ist das nicht seltsam? Was meinst du, Sienna? Soweit ich weiß, verkauft er seit geraumer Zeit regelmäßig Pässe. Da die Grenze geschlossen ist und eine Sondergenehmigung benötigt wird, kann er zusätzliche Gebühren erheben. Trotzdem verkauft er sie für nur 200 Ark. Warum würde er das tun? Das habe ich mich auch schon gefragt. Einem geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Wenn wir damit über die Grenze kommen, ist doch alles in bester Ordnung, oder? Na dann los. Kann ich seine Honigbiene mir mal angucken gehen? Scheint nicht zu existieren. Honigbiene ist eine Lüge. Vielleicht dieser super Bauchredner und ne, war so, ich habe keine Lust mehr mit diesen Leuten zu reden, also tue ich mal so, als ob. Das ist oben rechts. Da waren wir noch nicht. Dann gehen wir also erstmal weiter. Nicht wahr? Die Villa gehört Bäcker. Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
und seiner eingebildeten Freundin, die er nicht hat. Bis mir jemand was anderes sagt und oder zeigt, ist das zumindest eine Frau, die nicht existiert. Hier ist übrigens, was ist das? Sieht fast aus wie ein Altar für eine Vogelscheuche? Ich frag mich, wer ihn gebaut hat. Hier ist ein optionaler Bosskampf. Den mache ich allerdings dann an dieser Stelle erstmal nicht. Obwohl ich relativ lange beim letzten Mal durchgehalten habe, aber da man beim Bossen, glaube ich, keine Energieleiste hatte, weiß ich nicht, wie gut und oder schlecht ich war, aber irgendwann komme ich da wieder hin und dann machen wir den und dann gewinnen wir den auch enden. Aber nicht jetzt, nicht heute. Ich bin froh, dass das mit dem Wappen funktioniert hat. Und dass wir zusätzlich natürlich unser Level-Up durchziehen konnten durch das verbesserte Kettensystem. Hallo Frosch. Bist du nur ein Frosch? Ah, fuck, du bist Hüpfer, der Prof. Ja, dann gucken wir mal, wie sehr ich hier abgemurkst werde jetzt. 51 ist nicht sonderlich viel an Schaden. Vielleicht sind wir ja tatsächlich in der Lage, Hüpfer den Frosch umzubringen, aber sie hilft mir gerade nicht. Wer im Overdrive bleibt und nicht wieder direkt aus dem Overdrive raus. Da, 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 da. 0,7 pro Treffer kommen wir also theoretisch auf 21. Beziehungsweise 2,1, sollte ich sagen. Also theoretisch der Kreuzhieb immer noch besser. Theoretisch. Oder wir benutzen den Ultra, aber dann komme ich direkt aus dem Dingens raus. Ist auch doof. Ne, machen wir erstmal das hier. Vielleicht kann er wirklich nur hüpfen. Das wäre tatsächlich für mich gerade mit das Beste, was passieren könnte. Auch schön wäre, wenn sie mal den Blütensturm aktivieren würde. Aber naja. Auersalbe. Guck da doof, ne? Rüstungsbrecher hat er noch gar nicht. Dann hat er jetzt Rüstung und Psychenbrecher. Oh, Wasser. Ich hätte zwar gerne, aber nein. Machen wir das da. Okay. Aber ich hatte irgendwie auf Instant-Heilung gehofft. Ich sollte wirklich manchmal meine Skills lesen. Das würde wahrscheinlich eine Menge. Und ich meine eine Menge ausmachen. Aber okay. Wechsel mal bitte und dann können wir. Wen bist du denn? Stein? Stein? Ich meine, das ist nicht Wasser, das ist okay, aber Stein? Naja, egal. Hätte ich jedenfalls trotzdem den Skill benutzen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Aber egal. Wir arbeiten dran. Auch wenn ich halt eigentlich gar nicht gegen diesen blöden Frosch kämpfen wollte. Also ich wollte nicht gegen einen Boss-Frosch kämpfen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, was mir so ein bisschen in dem Spiel tatsächlich fehlt, ist einfach so eine kleine Anzeige von wegen. Ja, so eine Anzeige. Zeige von Art Level XYZ oder so. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Na, stimmt, du kannst Erde. Warum benutze ich es nicht einfach? Aha!
macht 118 Schaden. Das ist ja quasi nix. Jetzt sind beide tot. Ach man. Brechen wir die Geschicklichkeit. Ich glaube, er ist sowieso jetzt tot. Yay. Yeah. Einen FP. Überschlagt euch nicht mit Belohnungen für mich. Also ja, die kommen mit, aber ich bekomme auch einfach allgemein mehr FP und könnte sie dann aufleveln. Ich verstehe es noch nicht so richtig, aber... ist ja egal. Um es mal so zu sagen. Ist ja erstmal egal. Irgendwann verstehe ich das System schon. Oder halt auch nicht. Da ist ein Kreis. Ich sehe aber keinen anderen Kreis. Bisher, glaube ich. Sollte sowieso den Part gleich beenden, aber... Fortschritt ist gemacht. Das ist... zumindest die Hauptsache. Dann kann ich mit einem guten Gefühl das Video ausmachen, wenn ihr versteht. Bist du ein Ding? Ist ein Ding. Saliva. Saliva. Spucke. So ein schwerer Gegner? Keine Ahnung. Wir fahren erstmal die Standardtaktik. Wir stupsen es an und debuffen alles, was geht. Das ist nicht cool. Ich meine, ich könnte sie bestehlen. Das ist vielleicht relativ cool. Konter? What the fuck? Was ist das bitte schön für ein Konter? Das ist kein Konter, das ist Betrug, ist das. Jesus Christ. Sagst du, und der Konter hat so lange wie die Setzlinger auf dem Feld sind oder was war's? Mein Gott, ey. Holy crap. Eine Schwäche. Egal, stopp's. Nochmal heilen. Das ist halt so original das, was ich an diesem Spiel so ein bisschen merkwürdig finde. Mir fehlt halt so richtig so ein... ja, du kannst jetzt diesen Gegner bekämpfen. Konntest du alles oder konntest du nur... konntest immer. Das ist doch doof. Warum konntest du denn immer? Konntest du jetzt auch? Aber wenn ja, bin ich höchstwahrscheinlich tot. Okay, ich mach mal so. Heile, bin sofort wieder im Dingensbummens und dann können wir mit dem Feuerstoß ihm, glaube ich, den Rest geben. Oder auch nicht. Aber ich komme nur auf ein, es kommt immer nur auf ein HP runter. Okay, fein. What the fuck? Und das ist ein random Gegner, der einfach da so rumsitzt? Jesus. Bin ich ja nicht so toll. Sagen wir es mal so. Falscher Knopf. Guck mal, was wir hier noch haben. Ah, da unten ist ein kleiner Weg, um da hochzukommen. Ach so, stimmt. Wir rennen ja hier um einen See rum. Guck an. Ja, beim nächsten Mal nehme ich mal an, beim nächsten Mal werden wir dann diese Felder vielleicht mal hinter uns lassen können. Vielleicht renne ich in den nächsten Tod rein. Wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war der Part zum Freitag. Jetzt kommt ja sowieso erstmal wieder nächsten Montag. Bin ich hoffentlich wieder da. Wobei meine Schichten furchtbar sind. Aber wir werden sehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung, für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pavlov,
Han 88, Miho Yam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Da ich noch gar nichts über das Spiel weiß, hier einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir Helden, wir machen das Böse platt. Und das machen wir auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet, hier zurück bei Chained Echoes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert, kommentiert und liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal.